Revelio. Bibliothek. Zwei brauchen wir noch. Ach Gott. Die Wendel treten, da wird ein halbes schwindelig. Warum höre ich eigentlich immer Glocken, ne? Hier geblieben. Ja, Level up. Geilo. Was ist jetzt der letzte? Komm raus, wo immer du bist. Na, da hinten ist er. Truhe. Ah, unser Schmetterling-Ding. Oh, Handschuhe. Ja, das Problem ist, und die ganzen Briefen, ne, die sind schon cool und das alles. Das Problem ist, wenn es halt so viele gibt, ne, hat man echt keine Lust. Hier. Cressidias Buch, okay. Wir sollten hier. Am 15. fangst du? Ja, dann hast du noch ein bisschen frei. Geilo. So, wo ist das letzte Drecksbuch? Lass mich runter. Oh no. Lesen kann so magisch sein wie zaubern. Warum begreife ich das nicht? Ah, da liegt noch was. Dankeschön. 42 Galleonen. Nice. So, wo ist das letzte Buch? Kann ich da rein? Oh, das ist die verbotene Abteilung. Jo, schau mal, wie es am Fernsehen läuft. Mach das. Ich glaube, da darf ich nicht rein, ne? Revelio. Alter, wo ist das? Fucking Buch. Ich wünschte, es wäre ein bisschen dunkler. Man sieht ja nichts. Da hinten ist noch eine Truhe. Oh. Wie komme ich denn da rein? Hallo? Ach, der ist da oben. Mann, ich hab doch schon gemeint, hä? Da bewegt sich doch was. Revelio. Ist das das in der verbotenen Abteilung oder was? Dann geh ich doch mal runter. Hä? Verarscht's mir nicht? Und warum ist da keiner? Hä? Naja. Verzauberte Bücher. Da haben wir das wieder. Revelio. Ist das Buch, Mann? Weißt du, jeder wird irgendwann immer erwischt. Und wir laufen einfach so rum. Revelio. Da ist nothing.
Außerdem sind wir schon aus unserem Bereich raus. Es kann doch nicht sein, dass er das letzte Buch so gut versteckt. Das kann ich noch nicht knacken. Weil Alohomora kennen wir noch nicht. Rebellion. Was war denn das? Akio. Was ist denn du für ein Buch? Das mag uns nicht. Ich war nie in der verbotenen Abteilung. Nie. Rebellion. Alter, Buch, wo bist du? Da ist. Akio. Oder? Professor Black, dürfte ich ein Zauberverbot in der Bibliothek vorschlagen? Geschlecht und Cressida Blumen scheint die Bibliothek als ihre persönliche Arena zu betrachten. Verdammt. Schau, wie es gedacht ist, wie es gewesen. Wo ist es bloß? Warum begreifen Schüler das nicht? Das unten ist auch so ein Schmetterlingsspiegel. Rebellion. Das gibt's doch nicht. Nach unten? Aber unten ist doch nichts. Da ist. Von wegen unten. Das ist das Letzte. Meine Güte. Ich sollte sie zu Cressida bringen. Wollte uns einfach der Questmarker verarschen, hä? Ich glaube, ich bin. Job! Boah, du kriegst einen Drehwurm. Auf Seiten. Streckt da sein Arsch her, glaube ich bin. Guten Tag. Hallo, Cressida. Ich habe deine Bücher, inklusive Tagebuch. Oh, da bin ich ja froh. Danke. Diese schwere Last nehme ich dir jetzt gerne ab. Hier, bitte. Schön. Tja, Lektion gelernt. In nächster Zeit werde ich sicher keine Zaubersprüche mehr in der Bibliothek üben. Gut, mal sehen, was da schiefgegangen ist. Vielleicht sollte ich mein Latein etwas auffrischen. Zum Glück gibt es noch vertrauenswürdige Leute. Ich würde nicht wollen, dass Sammlung. Mein Tagebuch okay. liest. Wow, 180 Erfahrungspunkte. Dankeschön. Aufträge. Kräuterkunde, jetzt aber. Ich will nämlich Tränke brauen können. Scheint mir nämlich sinnvoll zu sein. Oh leck, da wollen wir auch noch nicht. Aber schön. Oh, ist das schön. Ich liebe es. Voll geiler Baum. Oh. So einen Baum will ich auch haben, wenn wir unseren Raum haben. Ganz ehrlich. Das ist voll geil. Komm ich da rein? Plus Grasstamm, okay. Ups, aua.
So, jetzt mache ich schon wieder alles andere. Ja, Türchen. Ah. So ein Teil ist das. Nö, wo ist denn unser Unsichtbarkeitsdingsi-Bumsi? Hier. Ich glaube, ich muss da wieder weg, ne? Nice. Money, money, money. Halt. Kann ich plündern? Jo. Tipptablette. Oh, bist wieder da. Hat's funktioniert? Bevor ich warte, erstmal plündern. Das, das, das. Da ist noch ein Brief. Den lese ich jetzt nicht. Ja, das ist der Nachteil, ne? Aber dafür kannst du mich dann bequem groß sehen jetzt, ne? Ich habe gerade schon gesagt. Ne? Der Baum, der ist so schön. Der schaut so cool aus. Den möchte ich auch in meinen Raum haben später. Das Buch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ha, schau, was da versteckt ist. Ja, praktisch ist es schon mit PC, ne? Aber dann hockst du wenigstens auf der Couch, kannst dich zurücklehnen, ne? Und dann einfach mit dem Handy schreiben. Das geht ja auch. So. Und nun? Auftrag annehmen? Da ist gar keiner gestanden. Guten Morgen, Professor Garlick. Wie schön, Sie wiederzusehen, Linda. Oh, ach, voll hübsch. Die brauchen Sie für den heutigen Unterricht. Eine Kleinigkeit für Ihre Tante. Wir mit der Masken. Klasse, die neueste Rose in unserem Garten. Lassen Sie uns gemeinsam wachsen. Wie reizend, alle wieder beisammen zu haben. Dieses Jahr wird voller Zauber und Aufregung sein. Aber das Wichtigste, das wir in der Kräuterkunde kultivieren, ist Wissen. Der umsichtige Kräuterkundler fürchtet die Venemosa Tentacula nicht mehr als die springende Knolle. Nun denn, heute werden wir uns mit einer lieblichen Knolle vertraut machen, nämlich der Alraunenwurzel. Oh, Alraunen. Das mal wird sehen, laut. Was wir für unsere faserigen Freunde tun können, was? Zuerst schützen wir unsere Ohren. Im Film hatten es wenigstens gescheite so schlapper drüber. Packen Sie an den Ranken und ziehen Sie kräftig. Alraune rausziehen. Ja. Gut, dass ich Kopfhörer auf habe. Die Erde sollte die Wurzel wie eine warme, schmutzige Decke umhüllen. Dann fühlt sich die Alraune richtig wohl. Ah. Das tut mir wieder sehr heile. Gut. Ich fürchte, ihre war etwas zu alt. Also gut, weg mit dir. Das haben sie alle toll gemacht. Alles hinüber haben wir toll gemacht. Und oh, du hast einen riesigen Fernseher. Geilomatico. Jo, auf der PlayStation ist schon besser. Und man darf aber nicht vergessen,
ich habe auch noch einen Filter drüber gelegt in OBS, also es schaut jetzt im Stream sogar noch ein bisschen schöner aus, wie jetzt bei mir am Fernsehen. Muss man auch sagen. Revelio. Bei mir ist alles ein bisschen so gräulicher. Hm. Hallo, Professor. Wohl knöterig, Mel? Ja, Professor? Zuerst einmal möchte ich Sie zu Ihrer Alraune beglückwünschen. Sie können recht anspruchsvoll sein. Ich hatte eigentlich sogar Spaß. Ihr Enthusiasmus ist ansteckend. Wie nett von Ihnen. Es scheint, als würden Sie im Fach der Kräuterkunde bereits Ihre Wurzeln schlagen. Wie bereits erwähnt, werden wir jetzt Diptam sehen. Holen wir also zunächst die Samen. Ich habe schon welche aus Hogsmeade mitgebracht, Professor. Sie waren in der magischen Rübe? Wunderbar. Vorbereitete Schüler wachsen und gedeihen. Ich habe Ihnen einen eigenen Pflanztisch im Unterrichtsraum reserviert. Das war in der kurzen Zeit gar nicht mal so einfach. Sehen Sie die Samen aus und kehren Sie später zur Ernte zurück. Gute Erde, Sonnenlicht und Magie helfen zwar sehr, aber Zeit zum Wachsen brauchen Sie trotzdem.